Nein, stopp, da hab ich keinen Spaß mehr. Pizza Hawaii soll wirklich, darf nicht mehr Pizza Hawaii heißen. Die heißt demnächst Pizza Ananas. Was ja gelogen ist, da ist ja auch noch Schinken drauf, verstehst du? Und dann habe ich nachgefragt, ich sage, warum nennt ihr denn die Pizza Hawaii jetzt plötzlich Pizza Ananas? Ja, weil, wegen Rassismus. Wusste ich auch nicht. Habe ich überlegt, oh, was ist rassistisch? Es ist jetzt der Boden, die Tomaten, ist es der Käse, was ist es? Was ist es? Ist es die Ananas? Und es ist die Ananas, das wussten wir alle nicht, die Ananas, ja. Und zwar kommt die Ananas auch aus Hawaii. So. Da wird die angebaut. Vor vielen, vielen Jahren war der Anbau der Ananas war nicht ganz so korrekt. Da gab es keinen Mindestlohn, Pausenräume waren nicht, weißt du, gendergerechte Toiletten, ja, bitte nicht. So, und dann hat man gesagt, aufgrund des Respekts und der Ehrenhaltung der Hawaiianer nennen wir die Pizza um. Das Geile ist nur in Deutschland, das ist ja das Geile. Und jetzt habe ich Freunde auf Hawaii, die habe ich angerufen. Ich sage, listen to me, friends, ich habe die geweckt. Das ist ja 12 Stunden Zeitverschiebung, war mir scheißegal. Ich sag, listen to me, friends. Und sie sagen, Mario, ich sag, yes, pass auf, I have information. Edeka took all the pizza away from the Regale. Und die haben sofort reagiert und haben gesagt, ja, yeah, who the fuck is Edeka?